Hoher Besuch beim Dülmener Yara Forschungszentrum. Norwegens Landwirtschaftsminister Jon Georg Dale und der Vorstandsvorsitzende des Osloer Yara Mutterkonzerns Svein Tore Holsæter informierten sich über den aktuellen Stand der Pflanzenernährungsforschung. Der Minister hat uns besucht. Es handelt sich um eine Einladung. Er ist neu im Amt und wir haben hier investiert in den Standort und wir wollten gern das neue Setup hier in der Forschung präsentieren und mit dem Fokus auf Precision Farming und Tools und Services, um die Düngeapplikation weiter zu optimieren. Das ist zurzeit ein sehr aktuelles Thema und wir wollten gern vorstellen, was wir hier in Yara in R&D an Entwicklungsarbeit laufen haben. Durch einen interaktiven Bildschirm wurden dem Minister aktuelle Forschungsergebnisse zum Düngeverhalten verschiedener Pflanzen vermittelt. Ein Rundgang durch das Treibhaus schloss sich an. Dabei wurde an Pflanzen gezeigt, wie sich Ernährungsmängel auf das Wachstum auswirken. Sparsamer Umgang mit dem Element Wasser demonstrierte eine automatische Bewässerungsanlage, in der Pflanzen bei minimaler Bewässerung gedeihen. Der Einsatz modernster Technologien bei der Bewässerung von Pflanzen wurde anhand des Yara-Wassersensors präsentiert. Minister Dale überzeugte sich selbst von der einfachen Handhabung des Gerätes. This is the first time I visit Yara. Das erste Mal, dass er Yara besucht hat und er ist beeindruckt von diesem Zentrum für Forschung in Yara. Und jetzt weiß er auch, warum. Er hatte schon davon gehört vorher, aber jetzt weiß er auch, warum das Zentrum für Forschung hier ist. I can understand why. Nächste Station des Besichtigungsrundganges, die Klimakammer des Instituts. Pflanzenwachstum unter unterschiedlichsten Bedingungen kann hier getestet werden. Wie Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt werden, wurde anhand einer Dünge-App für das Smartphone präsentiert. Im Freiland erwartete die Besucher ein Traktor mit N-Sensor-Technologie. Landwirtschaftsminister Dale ließ es sich nicht nehmen, das Fahrzeug und die Technik persönlich auszuprobieren. Er ist beeindruckt von dem Zentrum für Forschung hier in Dülmen und er ist der Meinung, dass die Forschung eine große Bedeutung für die Landwirtschaft hat. Zum Schluss des Rundganges legten Minister Jon Georg Dale und Vorstandsvorsitzender Svein Tore Holsæter beim Düngen und Bewässern eines Baumes persönlich Hand an. Sehr zur Freude der anwesenden Yara-Mitarbeiter, die diese Zeremonie begleiteten. Der Minister zeigte sich am Ende der Besichtigung von den vielfältigen Informationen sehr beeindruckt. How systematic things are. Dass wir sehr systematisch vorgehen, dass wir mit Kulturen, die weltweit kultiviert werden, arbeiten und dass wir bestrebt sind, das Wissen, was wir hier generieren, auch wirklich in die Märkte zu tragen. Der Besuch aus Norwegen war für die 60 Yara-Mitarbeiter ein großes Ereignis. Er hat gezeigt, dass sie mit ihrer Forschungsarbeit zur bedarfsgenauen Düngung auf dem richtigen Weg sind.